Verbreitest du wieder Geschichten? Ich sage ihnen nur, was sie hören wollen. Manche von ihnen nennen dich den Geist. Nachdem du sie auf die Idee gebracht hast. Der Grund, dass diese Menschen bleiben, ist ihr Glaube an dich. Ihr Glaube gebührt den Samurai. Für sie bist du beides. Wenn Fürst Shimura frei ist, müssen sie nicht mehr an Volksmärchen glauben. Mag sein. Taka müht sich mit deinem Auftrag ab. Er will dich nicht enttäuschen. Mal sehen, wie er vorankommt. Du hast Krieger gesucht, um deinen Onkel zu retten. Hattest du Glück? Ein bisschen. Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi leben noch. Sie haben eigene Sorgen, doch wenn es soweit ist, wollen sie mir helfen. Ein Bogenschütze und eine Adlige. Meinst du, das reicht? Ich habe auch die Strohhutronin angeheuert. Ihr neuer Anführer ist ein alter Freund von mir. Ja, klingt so, als hättest du genug Hilfe. Hilfst du uns? Ich weiß nicht. Kann uns hier jemand helfen? Ja, ich. Geh du zu Taka. Wir sehen uns später. Mein Herr, ich bin gerade fertig. Danke für eure Geduld, mein Herr. Ein Eisenhaken, an dem ich ein Seil befestigt habe. Damit könnt ihr Mauern erklimmen. Euch über etwas schwingen. Trägt er mein Gewicht? Ich habe es selbst ausprobiert. Ich nenne ihn Kaginawa. Perfekt. Ich stehe in eurer Schuld. Nein. Er ist ein Geschenk. Ich habe meine Schwester, mein Heim, mein Leben. Das reicht. Danke, Taka. Jin! Wo bist du? Ryozo? Jin! Jin Sakai! Hat jemand einen Samurai gesehen? Ich weiß, du bist hier! Das Katana des Sakai-Clans. Eine vorzügliche Waffe. Das seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. Es wird euch gefallen. Schärfer denn je. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Danke. Möge euer Stahl scharf und stark bleiben. Ich hab dich überall gesucht. Die Mongolen haben meine besten Kämpfer. Ich brauche sie für die Rettung von Fürst Shimura. Jin, wenn wir nichts tun, sind meine Männer tot. Und dein Onkel bleibt in Gefangenschaft. Wo sind sie? In Käfigen, nahe vor Yatate. Gut, Ryozo. Mal sehen, was wir tun können. Du sagtest, sie sind in Käfigen bei Fort Yatate. Wo genau? Die Käfige sind genau gesagt im Fort. Oben auf einer Klippe. Wie sollen wir deine Leute von dort aus befreien? Ein paar meiner Männer wurden nicht gefasst. Sie warten bei einer Kreuzung in der Nähe. Wir brauchen ihre Schwerter. Geh du vor. Wie wurden deine Männer erwischt? Du hast mir doch eine Karte gegeben. Die mit den Nachschublinien der Mongolen? Habt ihr Essen gefunden? Ja.
Sehr gut bewachtes Essen. So viele Wachen für deine besten Männer? Die dreckigen Hunde haben uns völlig überrumpelt. Ich bin selbst nur knapp entkommen. Sicher, dass deine Männer noch leben? Ich habe sie letzte Nacht singen gehört. Und die Mongolen haben sie das tun lassen? Scheint so. Seid ihr gute Sänger? Ist vielleicht angenehmer als Söldneraufträge. Ich wollte dieses Leben nicht. Aber ich hatte keine Wahl nach dem Duell. Oh, bei Fürst Nagaos Turnier. Wir haben nie darüber geredet. Vor dem Kampf hatte ich Kommandanten aller Clans eingeladen. Du gingst auf mich los, als wäre ich dein Todfeind. Hast mir fast den Arm gebrochen. Tut mir leid. Es war mein erstes Turnier. Die Aufregung war zu viel für mich. Natürlich war sie das. Jeder Samurai der Insel wollte den Neffen des Shito treffen. So habe ich das nie gesehen. Du wurdest als Fürst Sakai geboren. Das Turnier war meine Chance, mir einen Namen zu machen. Einem Fürsten zu dienen. Samurai zu werden. Wärst du nur zu mir gekommen, ich hätte dich angestellt. Weil das sonst niemand hätte? Nein. Ich musste mich selbst beweisen. Hättest du das nur früher erzählt? Hätte ich vielleicht tun sollen. Jemand in Komatsu nannte dich der Geist. War Fürst Sakai nicht mehr gut genug? Und wenn? Angst, ich werde berühmter als du? Wo sind Hiro und Jinzo? Sie sind weg. Und sie kommen nicht wieder. Feiglinge! Laufen fort. Nach allem, was ich für sie getan habe. Es sind genug zur Rettung deiner Männer. Es stand schon schlechter. Ich verlor Männer an Mongolen. Krankheiten. Hunger. Aber das noch nie. Sie sind schwach. Das ist nicht deine Schuld. Will uns noch jemand verlassen? Schön ruhig bleiben. Es wird bald dunkel. Sollen wir noch vor Yatate reiten? Überlegen wir uns unterwegs, wie wir sie befreien. Hohlhüte! Reitet! Yatate. Da halten die Mistkerle meine Leute gefangen. Wie ist dein Rettungsplan? Mein Plan? Du hast uns auf dieses Mongolenschiff gebracht. Es gibt nur einen Weg ins Fort und der wird schwer bewacht sein. Ich muss da reinkommen und zwar unentdeckt. Die Klippen hinter dem Fort werden nicht bewacht. Ich klettere hinauf und über die Mauer. Wie? Bist du halb Affe? Ich habe eine Geheimwaffe. Ich befreie deine Leute. Wenn sie bei mir sind, löse ich einen Alarm aus. Dann reitest du hinein. Und tötest die Mongolen zwischen uns. Ah, ich wusste, du hast einen Plan. Auf dieser Seite komme ich die Klippe hoch. Bleib versteckt, bis du mein Signal siehst. Viel Glück. Fall nicht runter. Auf geht's! Zu weit zum Springen. Aber Taka meinte, sein Haken trägt mein Gewicht.
Es klappt. Langsam mag ich den Haken. Darüber sollte ich mich schwingen können. Taka, du hast das gut. Ich muss Ryosos Männer finden. Die singen tatsächlich. Die Käfige sind wohl übers Fort verteilt. Der Mund beißt Tarsla, aber gut weit. Der Mund beißt Hinger. Bist du nur so hier? Er schickt mich. Ich wusste, er verlässt uns nicht. Hey.
höher. Was? Wie? Macht euch kampfbereit. Geht voran. Euch geht es gut. Ja, jetzt schon. Auf Riuso! Ja! Ich wusste, ihr
vergesst uns nicht! Ho! Wir haben gewettet, wann ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Hoffentlich habt ihr Sake dabei. Das wirst du nicht glauben. Das ergibt keinen Sinn. Was ist denn? Die Mongolen haben meine Männer verschont und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Also gut, Männer. Auf die Pferde! Ich muss zu Yuna, in Komatsu. Sehr gut, Kage. Hier! Hup!
So. Stellt euch! Ready, let's go! Tata, rückt der Schamse Korwin, Assen! All meine Waren sind nützlich. Ihr habt meinen Dank.